Hallo Schachfreunde, und weiter geht unsere Reise durch Schnellschach. Wir sind mittlerweile bei einer vierstelligen Zahl angekommen. Und das erste Mal, glaube ich, dass unsere Gegner, oder zumindest, dass ich mich erinnern kann, dass der Gegner D4 erstens spielt. Wir spielen mal D5 und mal gucken, was ihm hier so einfällt. Oder halt auch nicht einfällt. C3, okay, das ist natürlich sehr zahm. Okay, gut. Wir machen mal Springer F6 erstmal, bringen unseren Springer raus. Zentrumskontrolle ganz wichtig. Mal gucken, was ihm so einfällt. Ich weiß nicht, ob er Läufer F4 plant. Ne, er spielt Springer D2. Okay, das macht jetzt irgendwie alles wenig. Entschuldigung. Macht wenig Sinn, was er da vorhat. Wenn er überhaupt irgendwas vorhat. Ich weiß nicht so richtig, für was er jetzt hier spielen will. E4 kann er nicht machen. E4 habe ich gute Kontrolle. C4 würde es keinen Sinn machen, C3 vorher zu spielen. Weiß nicht so ganz, was das hier jetzt werden soll. Ich glaube, ich werde einfach mal den Läufer hier 4 schattieren. Jetzt gucken wir mal, was er so als Plan hat. Also klar, er kann sich hier... Okay, er hat irgendwie gar keinen ernsthaften Plan. Also langsam bei der Spielstärke sollte man vernünftige Öffnungen und so ein bisschen Öffnungsideen erwarten. Das ist jetzt hier... Das ist sehr konfus. Das ist sehr konfus. Okay, rennt hier einfach sinnlos mit dem Bauern an. Da kann man natürlich zum richtigen Zeitpunkt mal H5 spielen. Halt die Frage, was ich dann mit diesem Springer mache. Wenn er den dann mit G5 irgendwie vertreibt, wo ich dann hin will. Ob ich halt gerne da hin möchte oder ich da nicht so gern hin möchte. Das ist halt so ein bisschen die Frage, die ich mir gerade stelle. Wo ich dann mit dem Springer gern hin möchte. Sehr unkonventionell auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht so richtig. Ich weiß nicht, wir versuchen das mal etwas Klassisches zu spielen. Ich spiele D7. Mit dem Plan halt hier jetzt gleich ja das Zentrum im Prinzip zu öffnen. Nicht gegen Flügelangriff, klassisch Gegenstoß im Zentrum. Das kann erstmal nicht so verkehrt sein. Er kann jetzt zwar G5 jederzeit machen, da muss ich den Springer halt wegziehen, aber solange der D5 halt nicht angegriffen ist und da nichts passieren kann, ist es ja nicht weiter schlimm. Wir spielen ruhig kurz Rochade hier rein in seinen versuchten Angriff. Wie auch immer man das nennen will. Ja, jetzt muss man so ein bisschen gucken, dass ich jetzt hier nicht irgendeine Kombination von G5 oder irgendwas dann hier vielleicht doch mal diesen Bauern erobert. Deswegen machen wir jetzt mal C6, ganz auf Nummer sicher zu gehen. Dann kann da in der Richtung erstmal nichts passieren. Turm auf die E-Linie. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Okay, jetzt fängt er mit künstlicher Rochade da. Das ist ja sehr merkwürdig. Ja gut, dann wird es Zeit für diesen Läufer hier mal ein Feld zu finden. Ich denke, wir machen hier mal A5, eventuelle Idee A4. Das habe ich fast mit gerechnet. Ja, gucken wir mal, das hier sieht doch nach einem ganz hübschen Feld aus. Da hat doch der Läufer einige Möglichkeiten, die Diagonale entlang. Das kann doch nicht so ganz verkehrt sein, den da erstmal hinzustellen. Zentrumsspannung halten wir erstmal schön aufrecht. Gucken mal, was ihm noch so einfällt oder nicht einfällt. Okay. Das ist schon sehr merkwürdig hier. Da spielen wir mal Springer E4. Jetzt ist langsam Zeit, ihn mal zu Leibe zu rücken. Ja, das ist sicherlich schön für uns. Erstmal hat er den König jetzt im Zentrum. Er kann ja nicht mehr rochieren jetzt durch die Königszüge. Dieser Läufer ist jetzt auf dieser Diagonalen auch ziemlich stark. König steckt jetzt im Zentrum fest. Kommt schwerlich raus. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Die Bauern hier kann ich hier jetzt halt tauschen. Somit ist der E4 auch nie eine Schwäche. Da kann also auch nichts passieren. Ja, und jetzt ist nur die Frage, wie wir hier nun vorwärts kommen am besten. Wahrscheinlich stellen wir erstmal einen Turm auf die C-Linie. Oder später geht die vielleicht auch auf. Der C6 ist jetzt überdeckt. Diese Turm-Namen-Konstellation kann gut sein. Vielleicht sowas wie tauschen oder so.
Spielt er sogar C4. Okay, hatte ich nicht so mitgerechnet, dass er das probiert, aber gut. Kann er natürlich machen. Den sollte man wohl mal rausnehmen. Ja, wenn er mit dem Springer nimmt, freue ich mich. Dann habe ich mit dem Springer das Feld E5. Kann dann hier gleich auf F3 oder D3 einsteigen. Also sollte er wohl mit dem Bauern nehmen. Gehe ich zumindest von aus. Er nimmt mit dem Springer. Ja, also mit dem Bauern nehmen wäre auch nicht gut gewesen, weil dann hätte ich wahrscheinlich C5 gespielt. Hätte das Zentrum irgendwie aufgebrochen. Weil er kann dann nicht auf C5, D5 hat er das Problem, dass Springer E5 den C4 angreift und er den nicht decken kann. Dann fliegt ihm auch alles auseinander. Also so oder so war das jetzt kaputt. Ja, und das jetzt mit dem Springer hier, das sieht auch schon sehr tödlich aus. Eventuell C5, den hier mal vertreiben. Der C4 hängt. Hier ist jetzt auch alles um eigentlich. Hier bleibt auch nichts Spielbares mehr über. Ist jetzt alles vorbei. Im höheren Sinne natürlich. Klar, er wird hier noch ein bisschen weiterspielen. Das ist auch okay für das Level. Aber jetzt in den nächsten Zügen. Ja, kann man hier wahrscheinlich auf beliebige Art und Weise Material gewinnen. Vielleicht den C4 erstmal wegnehmen. König geht erstmal raus. So, okay. Okay, gut. Zu viele Möglichkeiten. Der hat keine Möglichkeit, sich zu befreien. Wir nehmen erstmal den C4 weg. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ist erstmal ein sicherer Bauer. Jetzt droht C5, weil der Springer kann nicht ziehen, weil hängt der Springer auf B3. Mal gucken, ob er das irgendwie sieht und verteidigt. Und dann gibt es hier so viele schöne Züge. Damit D5 vielleicht. Und so viele gute Möglichkeiten hier. Gar keine Chance, da irgendwie rauszukommen. Ja, der ist vielleicht nicht schlecht. Ist wahrscheinlich einfach damit D5. Erneuert jetzt die Drohung. Es droht nicht nur der, es droht auch der mit Öffnung der Diagonalen und vielleicht halt den Springer wegzuziehen. Genauso problematisch für ihn. Ja, habe ich fast mit gerechnet. Jetzt kann ich ja wahrscheinlich auch schon irgendwie Material gewinnen, oder? Fangen wir mit C5 an. Bleibt den Springer. Der hat eigentlich nur ein Feld, sonst ist er weg. Ja. Als irgendwie ein Material opfern hier, aber kommt ja auch niemals raus. Jetzt steht hier noch Damen und König in der C-Linie. Wieder Springer. Springer B5 oder Springer B5 ist ganz einfach. Okay, macht er nicht mal, erkennt, dass es so schlimm ist, aber es hilft ihm auch alles nichts. Also auf Springer B5 hätte ich einfach Springer F3 gespielt und dann hängt hier die Dame und die Dame hat kein Feld mehr. Okay, jetzt versucht er sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Aber wie gesagt, wenn ich hier nehme, geht halt direkt die C-Linie auf. Dann muss er jetzt mit dem Abzug hier kämpfen und hat halt auch da keine vernünftigen Möglichkeiten. Das heißt, ich gewinne hier nicht nur eine Figur, sondern ich gewinne hier gleich Haus und Hof. Das kann er machen.
Kann ich halt den hier mit Doppelschach schlagen. Muss auch hin, genau, das Feld. Ja, und dann kann man hier beliebig finishen. Bleibt halt die Spielbox über. Muss man immer aufpassen, dass man sich jetzt hier nicht irgendwie selber noch was einstellt. Okay, er gibt noch auf. Ja, das war doch ein guter Stand. Ein guter Start. Nächster Gegner. Wieder Schwarz E4. Ich bin mal E5 dagegen. Mal gucken, was so passiert. Gucken wir mal, wie es beim Philido aussieht. Okay, entwickelt sich ganz normal. Machen wir auch. Ganz solide, schnell zur Rochade kommen. Und dann weiterschauen. Okay, ich glaube, A5 ist eine ganz gute Idee. Droht jetzt hier den Figurengewinn. Ja, das habe ich gedacht, dass er den dagegen spielt. Und ich frage, ob ich A4 auch noch einschiebe oder nicht. Sollte ich A4 auch noch ziehen? Oder sollte ich mir die Option B4 noch aufrechterhalten? Ich glaube, ich halte mir die Option B4 aufrecht. Erstmal auf E6. Das war ein Doppelbauer, aber es ist ein Zentrumsbauer, der halt auch später wichtige Felder stützt. Von daher ist das gar kein Problem. Ist keine Schwäche, ist auch nicht so angreifbar. Okay, will er nicht. Gut, ist ein gutes Recht, den nicht zu nehmen. Ob ich jetzt nehmen sollte. Vielleicht einfach. Und vielleicht einfach da und C8. Deckt jetzt den Läufer, dass ich mir einen Bauern fehlen muss. Aha. Ja, und das hatte ich mir schon gedacht, dass das nämlich kommen soll. Und jetzt hatte ich eigentlich gedacht. Hatte ich gedacht. Dass der hier sehr unangenehm ist. Ist das nicht so? Doch, schaut unangenehm aus. Ist jetzt nämlich durch die Dame mitgedeckt. Und der Läufer hat nicht so wirklich viele vernünftige Felder. Und ihn so hergeben ist auch nicht schön. Dann gibt es auf der Diagonale relativ schnell vielleicht Probleme. Aber ich habe ja meinen Läufer da noch. Kann ich vielleicht taktisch gleich irgendwas machen. Okay. Jetzt könnte ich mir den Läufer halt holen. Für B3 nehmen.
Frage, welche seiner Figuren überhaupt auf B3 halt wieder schlägt. Bauer schlagen macht wohl eher wenig Sinn. Springer schlagen sieht aber auch komisch aus. Ja, ich glaube, ich werde mal den jetzt nehmen. Mal den Bauern, okay. Sehr merkwürdige Stellung. Also ich könnte jetzt noch warten, mir den Läufer zu nehmen. Ist halt die Frage, ob mir das irgendwas bringt, ob ich mich da irgendwie nochmal verbessern kann, dass es einen Grund gibt, damit zu warten. Ich glaube, den gibt es tatsächlich. Ich glaube, es gibt jetzt einen guten Grund. Ich könnte hier mal rumtricksen mit Springer A6. Der möchte eventuell nach dem ganzen Abtausch sowieso nach C5 kommen. Ja, und jetzt wird es nämlich auch interessant, ob er das sieht. Jetzt hatte ich gedacht, dass das hier sehr stark ist. Mit der fiesen Idee Läufer C5, der jetzt vom Springer gedeckt ist. Und diesem Spieß. Und parallel droht halt diese Gabel hier. Okay, das hat nichts verhindert. Das hat zwar die Gabel verhindert, aber nicht den Spieß. Einzigen Zug, den er gehabt hätte, das irgendwie vernünftig abzuwehren. Stimmt, ich hätte mehrere Züge gehabt. Da hätte mit der Dame halt irgendwie auf der dritten Reihe weggehen können. Oder hätte Springer E2 probieren können. Springer E2 kann ich mir nicht vorstellen. Gut, ja. Jetzt haben wir eigentlich alles mehr hier. Da darf jetzt nichts mehr passieren. Machen wir einfach hier die Stellung auf. Mit unserem Mehrmaterial abtauschen wollen wir sowieso. Linien wollen wir öffnen für unsere Türme. Und dann wird das hier auch nicht mehr lang gehen. Dann wollen wir mal den Springer hier behelligen. Mal gucken, wo der hin will. Ja, das ist jetzt ein ziemlicher Selbstgänger. Ja, das ist jetzt sinnlos. Also ich habe eine Dame für die Figur und wir haben halt massig Zeit auf der Uhr. Also hier passiert natürlich nichts mehr. Wer will, kann hier so einen ruhigen Zug wie F6 nochmal einschieben hier. Die Kette stabilisieren und jetzt will er hier mit dem Springer rumfuhrwerken. Wird halt auch nichts werden. Steigen wir mal auf der zweiten Reihe ein. Auf die offene Linie. Rein hier mit den Ideen. Okay, versucht er irgendwie abzuwehren. Nächste Schwerfigur. Alle ran hier. Ja, das ist natürlich hoffnungslos hier. Absolut hoffnungslos.
Ist wohl jetzt nicht, dass er mich da nicht so ranlassen möchte, aber ich will da trotzdem mal ran. Jetzt droht ganz hübsch hier Turm D3. Und nach Turm E1 gibt es einen richtig hübschen Zug. Könnt ihr ihn sehen? Könnt ihr sehen, was auf diesen Zug passiert? Kleine Taktikaufgabe zwischendurch. Okay, auf diesen Zug kann man natürlich alles machen. Ich natürlich alle Optionen. Ja, ich könnte jetzt genau das Gleiche machen. Genau das gleiche machen, was ich geplant hatte. Also auf den anderen Turm nach E1 hätte ich hier geschlagen. Und dann wäre der nächste Turm hinterhergekommen und dann hätte er ein Problem gehabt. So können wir das mal anders ganz hübsch machen, indem wir hier da F3 spielen. Der Bauer ist gefesselt. Kann die zweite Reihe nicht unterbrechen. Er kann zwar Turm oder Springer zwischenstellen, aber den schlage ich einfach. Was dann wieder für die Fesselung sorgt und ja, kann eine Figur opfern. Und wenn er den spielt, genau das hatte ich gedacht, dann kommt jetzt der Turm auf die dritte Reihe. Ja, und jetzt hängt dieser Springer an. Wenn dieser Springer hier nach F1 zieht oder was, dann gibt es ein wunderhübsches Matt. Könnt ihr sehen, wie wird's Matt nach Springer F1? Ja, habt ihr es gesehen? War jetzt einfach matt. Wegen der Fesselung. Sehr gut. Hey, wir haben Weiß und ein deutscher Gegner. Hier, hey, vielleicht ja ein Zuschauer. Wer weiß. Jetzt habe ich mit Springer F3 angefangen. Ich wollte doch mit E4 anfangen. Na gut, so sind wir dann im sizilianischen Gefilden. Gucken wir mal, was da so passiert. Was der Gegner uns so in den Kopf wirft. E6. Okay. Ich bin hier nicht drin, was wie Theorie ist. Ich stelle einfach mal meine Figuren vernünftig hin und gucke, was passiert. Keine Ahnung, wie das jetzt mit Drachentheorie ist so lang her. Was war nochmal mit dem B6? Ging das da jetzt eben? Ich weiß nicht, ich bringe die zusammen Folgen hier immer durcheinander. Frag dich mich, frag lieber das Theoriebuch. Kann sein, dass ich in der Zugreihenfolge eben schon einen Quatsch gemacht hatte. Ich glaube, ich muss immer aufpassen mit diesen Dumb Basics Geschichten. Okay, gut. Kein Problem. Gern tauschen. Okay. Gut. Warte. T5. Ich dachte, das wäre nicht so gut, weil wenn ich den nehme, muss er mit dem Bauern wieder nehmen. Und das kann ja nicht so im Sinne des Erfinders sein. Aber wenn er mit dem Springer nimmt, nehme ich auf G7. Und dann fällt der D5 einfach weg. Okay, das ist ein taktischer Fehler. Jetzt kann ich aber auf G7 zwischennehmen. Jetzt kann ich den einfach nehmen. Ich glaube nicht, dass er da ernsthaft Spiel für kriegt für den Bauern. Nehme ich direkt weg. Ich muss ein bisschen gucken, vielleicht, dass ich da nichts übersehe.
Aber eigentlich dürfte er für den Bauern kein Spiel kriegen. Ja, jetzt muss ich halt ein bisschen gucken, dass ich vernünftige Felder wähle. Also den kann er sicherlich nicht direkt nehmen, weil den würde ich mit B3 abklemmen. Ich muss aber aufpassen, dass das in jeder Konstellation funktioniert. Beispiel, wenn ich jetzt den Turm auf der D-Linie einfach ziehe. Einfach irgendwie D4, D6 aus. Er zieht einen Turm auf die D-Linie. Wir tauschen die Türme. Und ich sage, ich spiele dann Läufer B, Läufer D3 zum Beispiel. Dann muss ich schon wieder aufpassen, weil dann könnte es plötzlich gehen, denn auf B3 könnte er dann den B3 nehmen. Und wenn ich dann wieder nehme, dann wird der Läufer auf D3 hängen. Also solche Konstellationen muss ich jetzt halt aufpassen. Da muss ich jetzt halt mal in Ruhe überlegen. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie gleich in Ruhe den Läufer entwickeln kann, den Turm ins Spiel kriege, dann habe ich einfach nur mehr Bauern und damit eigentlich eine gewonnene Stellung. Da muss man jetzt halt mal kurz in Ruhe gucken, wie man das am geschicktesten macht. Ich könnte auch noch einen Turm nach B5 gehen, den hier angreifen. Und vielleicht auch mit dem Turm auf die C-Linie gehen, weil ich den Läufer eh nach D3 stelle. Das wäre eine Überlegung. Wobei dann würde er die auf die C-Linie tauschen, dann hätte ich wieder das ähnliches Problem, weil dann würde halt, immer wenn ich den Läufer hier fangen will und nicht B3 spiele, könnte er den nehmen, weil der halt in der C-Linie gefesselt ist. Also Turm C5 schaltet auch aus. Turm D4. Da überzeugt mich nicht so richtig. Turm D2 vielleicht. Einfach auf die zweite zurück. Ganz kleinlaut, dann Läufer D3. Oder vielleicht einfach Turm. Vielleicht auch ganz simpel. Wir machen es einfach ganz simpel. Wir spielen trotzdem Turm D4. Man muss sich das ja nicht immer so kompliziert machen. Okay, der wird halt fallen. Der kommt halt nie wieder raus. Kommt hier nie wieder raus. Klar, kann ich jetzt ja anfangen mit irgendwelchen Grundreihenfesselungen und so, aber das. Da müsste ich mich immer daraus befreien können, wenn ich das richtig spiele. Ich muss ja nur G3 und G2 machen. Den nehmen wir jetzt weg. Natürlich nicht reinlassen, das ist klar. Ja, und jetzt kriegt er schon den zweiten Turm gar nicht rein. Und jetzt muss ich mich nur von dieser Fesselung irgendwie befreien. Können wir auf verschiedene Art und Weisen probieren. Und jetzt könnte man halt irgendwann überlegen, den Läufer hier rauszuziehen. Oder aktuell hätten wir auch den Trick Läufer H3, den Angriff auf den Turm. So, wir hätten noch eben schon Läufer A6 ziehen können. Hätte zwar alles im Bauern aufgegeben, aber am Ende des Tages gewinnt das auch alles ganz locker. Also gibt es diverse Möglichkeiten, das jetzt zum Erfolg zu führen. Ruhig und bedacht, wie gesagt, er hat halt keine Möglichkeit, sich zu verstärken, weil der Turm kann auf der ersten Reihe nicht ziehen, also er kriegt den zweiten Turm nicht auf die erste.
Okay, jetzt fängt er an, den zu decken. Kann er natürlich machen. Ist die Frage, was sein Plan ist. Hat er überhaupt einen Plan? Möchte er hier jetzt rein oder was möchte er? Vielleicht. Achso, ja, und jetzt können wir es uns auf jeden Fall relativ einfach machen. Jetzt haben wir nämlich schon wieder einen taktischen Trick. Der Turm steht halt auf dem weißen Feld. Daher können wir jetzt doch ganz geschickt hier auf B5 spielen. Der Turm hängt zwar, aber dann hängt der da hinten auf. Und so haben wir uns dann entfesselt und ja, das Endspielen mit mehr Figur. Dann natürlich easy gewonnen. Dazu, dadurch, dass beide Türme angreifen, kann er den Turmtausch nicht mal vermeiden. Ist natürlich noch besser. Also vor solchen Fesselungen muss man sich natürlich in Acht nehmen, aber so wie hier dann. Ja, sehr unproblematisch. Ja, er geht jetzt nach den Bauern, das ist natürlich logisch. Ich gehe jetzt auch nach seinen Bauern. Muss man jetzt nur aufpassen, dass man natürlich nicht alle Bauern runtertauscht, aber das passiert natürlich so schnell nicht. Sollte man hier alle runtertauschen, dann wäre man natürlich einem Remis schon sehr nah. Okay, geht jetzt dann mit dem König raus. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass er den Bauern F7 jetzt gar nicht verteidigen kann. Also nehme ich jetzt erstmal den. Ich kann den nehmen. Alles gut. Ach, nehme den erstmal. Was man hat, hat man, nicht? Nehmen wir den erstmal. Jetzt nehmen wir den hier mit. Ja, kann den da drüben, den kann auch ich haben. Der interessiert mich nicht. Ich will jetzt den hier haben. Da habe ich hier zwei Freibauern. Die marschieren dann das Brett runter. In der Zeit habe ich den G6 noch gekriegt. Der Hafen fällt auch. Ganz einfache Geschichte. Sollte man sich auch nicht zu viel Stress mitmachen. Und dann hat er auch keine Lust mehr, verständlicherweise. Ja. Sehr gut. Läuft doch hier wie geschmiert. Ich glaube, eine machen wir noch für diese Folge. D4, D5. Läufer F4. Okay. Gut. Springer F6, ganz solide. Okay. Gucken, was dem Gegner so einfällt, wenn wir ihn kopieren. Oh, da ging vielleicht. War vielleicht gar nicht so geschickt. Wahrscheinlich ging der Dame B5. Also man soll zwischendurch doch ein bisschen nachdenken, was man macht. Weiß nicht. Ob Springer A6 eine gute Idee ist. Ist auf jeden Fall ein Zug. Mit der Idee, jetzt C5 zu unterstützen. Okay. Schmal B30, sehr merkwürdig aus. C8, wieder hier C5 planen. Auf G3 möchte ich nicht nehmen. Es ist zwar ein Doppelbauer, aber er kann mit dem H-Bauern schlagen. Und solange er sich mit der Rochade nicht entschieden hat, kann das hier mal so eine unangenehme Konstellation werden. Nicht, dass das direkt irgendwas bedeutet, aber ja, keine Ahnung, könnte dann zum Beispiel G5, G4 oder sowas probieren oder so ein Zeugs. Das wollen wir nicht unbedingt. Okay, ich mache jetzt C5, interessant. Tut aber nicht direkt was. Ja, ich werde jetzt hier mal mit C5 das Ding aufhebeln. Mal gucken, was er so macht. Droht auf jeden Fall C4. Okay, er nimmt da raus. Ich nehme jetzt hier den Turm zum Schluss. Der Springer ist ein bisschen entwurzelt. Jetzt aber nachdenken, ob ich den irgendwie in irgendeiner Konstellation angreifen kann.
Vielleicht auch sowas wie Springer E4 schon interessant. Okay, jetzt wird es langsam giftig. Dame C7 sieht interessant aus. Immer so eine Sache, weil ich will natürlich jetzt nicht mehr unbedingt da hinten auf G5 nehmen. Also ich will nicht hier jetzt nicht mehr nehmen. Das ist genau die Konstellation, die ich beschrieben habe. Weil nach HG ist halt das hier immer so eine latente Gefahr. Also ich zwinge Dame C7 den hier wegtreiben, um das zu tauschen. Das bringt mir halt nichts. Ich will jetzt schon gucken, wie ich jetzt angreifen kann. Springer E4 könnte eine Idee sein. Eventuell mal auf C3 mal opfern oder halt auch mal den Läufer da schlagen und dann hängt hier der Springer. Muss ich halt aber auch wieder aufpassen, weil dann geht halt wieder die H-Linie auf, dann droht halt da gleich wieder was. Ist alles so ein bisschen blöd. Ich könnte auch überlegen, an Dame A5 mit der Dame hier hinten versuche reinzukommen. Ja, die Frage, wie es dann auf König B1 oder so weitergeht, weil eventuell droht dann auch noch ein Käse wie B4. Vielleicht. Vielleicht einfach da mal auf 5. Müssen auch was mal läuft, was da nicht gedeckt, nicht, dass er hier mit irgendwelchen Abzugsideen oder so im Käse kommt. Dachte erst springe E4, F3, dann nehme ich den raus, dann droht die halt gleich matt. Das finde ich nicht schön. Das finde ich alles nicht ganz so schön. Gut. Wir greifen mal zu Trick 32. Trick 32. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt besonders geschickt ist, aber ich glaube schon. Weil der Läufer auf G3 steht. Trick 32 ist nämlich Prophylaxe. Das heißt, wir spielen jetzt H6. Mit der einzigen Intention tatsächlich, ja, dieses Matt halt irgendwie rauszunehmen. Und jetzt können wir halt mit so taktischen Varianten dann doch wie Springer E4 oder sowas vielleicht was bewirken. Springer E4 droht jetzt zumindest. Springer E4 würde halt drohen, den Läufer zu schlagen und danach den Springer. Und wenn er da jetzt nicht drauf reagiert oder wenn er da irgendwie drauf reagiert, indem er den Springer wegzieht oder so, dann könnten wir mit dem Läufer auf G3 nehmen und dann würde F2 halt mit dem Springer hängen und hätte hier eine schöne Familiengabel. Also wenn er jetzt so einen Nullzug macht, so König B1 aus, also okay, macht er nicht. Okay, das hat das jetzt gedeckt. Allerdings ist das jetzt immer noch gefährlich. Ich mach das jetzt. Weil der Springer ist jetzt hier sehr unangenehm. Er kann ihn nicht so leicht vertreiben. Muss ich nur gucken, dass ich druckvoll weiterspiele, dass er keine Zeit hat, sich jetzt groß zu entfalten. Okay, das macht Sinn, aber jetzt ist, glaube ich, damit C7 relativ kräftig. Zumindest sehr logisch aus. Jetzt aus der Linie raus, dass hier kein Quatsch ist. Und jetzt droht Springer C3. Den muss er sich irgendwie annehmen. Kann vielleicht König B1 machen. Okay, das hat die Drohung nicht. Die Drohung einfach ignoriert. Aber das ist ziemlich stark, glaube ich. Und das ging jetzt nur durch die Prophylaxe. Und hätten wir jetzt auch H6 nicht gemacht, dann wäre jetzt Dame H7 matt. So ist Dame H7 halt nicht matt und er kommt jetzt halt mit seinem Angriff einen Zug zu spät. Da wir jetzt auch direkt den Damengewinn drohen, ist die schon nicht mehr zu retten. Es droht ja auch jetzt den zu nehmen und dann die Dame oder sowas. Also da kommt er jetzt nicht mehr raus. Die Dame ist jetzt weg. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch und gar nicht so kompliziert. Also manchmal kann so ein prophylaktischer Zug gerade in so einer taktischen Stellung sehr geschickt sein für die Gegner. Manchmal ist das auch einfach wirklich der beste Zug, weil viele andere Ideen und Varianten, die man so hat, das gar nicht richtig funktionieren und jetzt funktioniert plötzlich alles, weil man da jetzt halt sich ein bisschen Luft geschaffen hat. Er will doch noch mit der Dame abhauen. Ich dachte, ich hätte sie schon. Ich habe sie noch nicht. Sagt er, gut. Dann nehmen wir halt hier jetzt alles raus.
Dann nehmen wir hier alles, was da so rumhängt. Und dann will er auch nicht mehr. Kann ich absolut nachvollziehen. Gut, dann haben wir 40 Minuten. Das reicht wohl für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, bisschen was mitgenommen. Und ja, so Stück für Stück steigern wir uns von den Gegnern her. Es wird spannender, immer mehr kleine taktische Phasen. Ich hoffe, ihr könnt einiges für euch mitnehmen und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir euren Bereich schon erreicht haben oder wie weit ich da noch arbeiten muss und wie viele Folgen es noch dauert.